Ja, ich kann ein bisschen besser reden, weil draußen schneit es doch. Sie wissen, wir gehen nicht los. Und dann haben sie wohl kurz, sind da wohl auch eingeschlafen, weil es eben Sonntag, ne? Ja. Deshalb sind die Vergiftung ein bisschen weniger im Kopf, aber es bringt uns hier nicht viel. Da. Wir haben körperlich so viel Schmerzen. Gestern hat es nicht geschneit. Wir werden gestern gerne nochmal rausgegangen, um noch ein bisschen einzukaufen, ne? Ja. Wir haben erstmal groß Kartoffeln gekauft und so. Und so nicht viel, aber man hat uns so vergiftet, dass wir nicht rauskommen. Aber ich möchte auch sagen, das ist ja so, dass ich ja hier jetzt ein Königreich habe und dass sich jetzt auch welche melden können, die Verwandtschaft haben. Ne? Durch mein Königreich kommt man dann trotzdem nicht an ihr Vermögen ran, wenn wir sie denn übernehmen. Ich habe dazu ja genug gesagt, weil und sie entscheiden denn, weil ich bin ja ein König und reagiere absolut, ne? Sie entscheiden denn, ob die Verwandten, die dann irgendwelche Ansprüche haben, ob wir sie in den Hungerturm schmeißen, ne? Oder wie wir sie foltern, oder ob wir sie dann Lastesel machen oder so, ne? Oder so schön im Knast stecken, weil sie sich denn nur bereichern wollen, ne? Also auch sie können sich melden, wenn sie so eine schlechte Verwandtschaft haben oder so, oder auch Stasi-Eltern und so, wovon sie vielleicht gar nichts wissen. Dann hatte ich. Ja. Und wir werden sie dann auch adoptieren, weil daran habe ich nun gar nicht gedacht. Das jetzt sagte mir meine Frau gerade die letzten Tage, weil wir entscheiden doch alles. Und dann entscheiden sie, was dann mit dieser Familie wird. Ne? Vielleicht kriegen sie auch nur einen Arbeitsanzug und alles andere nehmen wir denen dann weg. Dann haben sie gar nichts mehr, ne, Nati? Weil das ist eben das Widerliche, ne? Also, die klagen denn immer und wollen vom Vermögen was abhaben. Das ist das Schlimme. So, also auch da kann man sich das jetzt überlegen und wir sind einfach zu doll geschädigt und vergiftet. Ich kann es nicht mehr alles sagen, was ich da gesagt habe mit der Adoption und so. Und das gilt auch alles, ne? Ne? So, und ich möchte auch nochmal sagen, dass die Psychiater total doof sind und nichts können. Und ich helfe denn da auch, ne? Was ich da erzählt habe. Alles andere, ne? Das brauche ich ja jetzt nicht andauernd wiederholen, aber jetzt sind auch welche dran, die Verwandtschaft haben und so weiter, ne? Das ist ja dann auch kein Problem, ne? Oder nicht? So, wenn sich mit der dann nun gar nicht verstehen, dann sind wir froh. Wie gesagt, erst werden wir ein Team und in 2, 3 Jahren denken sie sowieso, wir sind ihre Eltern. Na und wir auch, dass sie unsere Kinder sind. So, dann machen sie uns nicht so viel Sorgen und seien schön artig und hören dann immer schön, was Mutter und Vater sagt. Und vor allen Dingen haben sie keine Angst. Ne? Weil natürlich ist das viel, was auf sie zukommt, aber wir helfen ihnen doch sofort. Und wir wollen auch sehen, wie sie leben. Also sie kommen auch gleich ans Vermögen dran. Natürlich halten wir ein bisschen was zurück, wenn sie eben Pech haben und das eben alles weg ist, damit sie dann noch was haben für ihre Kinder und Enkelkinder und so weiter. So, aber dann riskieren sie nichts mehr. Dann verleben sie das dann einfach bloß. Na, Nati? Weil in erster Linie soll es ja ihnen auch gut gehen. Warum? Na, sie sind unsere Kinder, wir haben sie adoptiert. Und das reicht auch, wenn sie dann unsere Fahne hochhalten mit diesen ganzen Immobilien und so. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich dann auch nochmal entschuldigen bei diesen Straßenkindern, weil sie sind so viele, sie werden ordentlich leben können und ausreichend leben können. Selbstverständlich sind sie auch Millionäre, wenn wir sie adoptiert haben. Also das ist kein Problem. Aber da können wir nicht ganz so großzügig sein. Sie können selbstverständlich in unseren Sachen arbeiten und so und alles. Wir werden auch aufpassen, dass es ihnen gut geht, aber ihr seid einfach zu viele. Weil das werden zigtausende sein hier in ganz Deutschland. Aber wir wollen euch da rausnehmen, damit ihr da nicht mehr rekrutiert wird hier von der Stasi-Seilschaft und alles andere. Natürlich helfen wir damit Deutschland ganz doll. Ne? Das ist uns auch schon klar. So, aber sie helfen euch auch noch bis zum 18. Lebensjahr. Und da können wir es leider nicht so machen. Da seid ihr ein bisschen benachteiligt mit dem Erbe. Aber ihr kommt raus und ihr seid garantiert nachher alle Millionäre, wenn es euch das was gibt. Und wenn ihr denn nicht mehr arbeiten könnt, weil so euer Hirn schon so doll geschädigt haben und euch so gequält haben und wenn es dann gar nicht läuft, so, dann habt ihr wenigstens genug Geld und seid euer Leben lang versorgt.
ne? Dann erzieht ihr eure Kinder näher ordentlich und so. Und dann arbeiten die. So, dann müssen wir sehen. Ich würde euch gerne genauso viel geben, aber das wäre alles ausreichend. Das wäre kein Problem. Aber man bestiehlt uns doch so doll und beklaut uns so doll. Und wir kriegen doch sowieso noch nicht mal mehr die Hälfte. Das ist doch so schlimm. Auch wenn das so viel ist. Wollen wir doch selbstverständlich alles, weil es ist doch unser. Und es ist doch Kapitalismus. Und weit über 1000 Jahre hat unsere Verwandtschaft dafür gearbeitet. Und wir haben nur gearbeitet dafür. So, und das Geld liegt auf der Straße in der Wissenschaft. Ja. Wahrscheinlich haben sie alle keine Lust, weil sie denken, sie leben. Weil das ist unglaublich, was wir da geleistet haben. Und noch leisten werden, wenn man uns lässt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.